Servus Leute, da bin ich wieder, euer Cutcake und heute wieder mit einem Scratch-Tutorial. Und zwar heute schauen wir uns den Transformer Scratch an. Doch bevor wir loslegen, natürlich, heute muss ich sagen, endlich ist es soweit. Es war eine Herzensangelegenheit von mir, einen eigenen Shop zu eröffnen mit coolen und freshen Styles, Sprüchen und so weiter rund um das Thema Scratchen, Turntablism und DJing. Unter djcutcake.de/shop findet ihr alle Motive. Ihr kommt da direkt zu meinem Spreadshop. Dort auch die Erklärung nochmal zur Individualisierung. Ihr könnt nämlich vorne, hinten, an der Seite eure Webadresse oder euren Insta-Account noch zusätzlich drauf drucken lassen. Gar kein Problem. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Und vielleicht ist ja das ein oder andere frische Motiv für euch dabei. Also, zuschlagen, denn damit habt ihr die Möglichkeit, mich und mein Projekt hier auf jeden Fall zu supporten. Ich danke euch. Und vielleicht schon mal an dieser Stelle ein Ausblick, was es in Zukunft noch geben wird. Ich plane nämlich einen vollumfänglichen Scratch-Kurs. Und zwar will ich das aufteilen, natürlich weiterhin for free auf YouTube. Die Grundlagen, Scratches und so weiter. Und zwar möchte ich es jetzt aufteilen in verschiedene Level. Wir haben einmal dann quasi Scratch Beginner, Scratch Pro, Scratch Nerd und Scratch Goat wird es geben. Und was mir wirklich am Herzen liegt, auch eine eigene Rubrik mit Scratch Theorie. Es wird dann also natürlich weiterhin werden Tutorials kostenlos sein, aber ich möchte euch im Rahmen von dieser Kanalmitgliedschaft, die es geben wird bald, einfach meine Scratch Secrets verraten. Das sind dann so die kleinen Feinheiten, vielleicht auch Scratches, die ihr noch nie gehört habt. Die gibt es dann im Member-Bereich. Da gibt es noch zusätzliche Features, einfach übers Monatsabo total easy dann zu abonnieren, nämlich hier im Rahmen von meinem YouTube-Kanal. Ich melde mich auf jeden Fall wieder. Ich nehme natürlich erstmal ein paar Videos auf, dass wenn wir loslegen und ihr Mitglied werdet im Cut It Up Mania Wahnsinn seid, dann habt ihr die Möglichkeit, eben dann auf diese Videos exklusiv zuzugreifen. Jetzt aber genug mit den Aussichten. Wir legen los mit dem Transformer Scratch. Boy, I got my mind on cake. Cut it up. Cut it up. Funky like that. Cupcake. Sicker than your average. Der Transformer Scratch ist ein Scratch mit geschlossenem Crossfader. Also wir haben ja immer die Unterscheidung zwischen offenem Crossfader, wenn wir anfangen. Ne, das muss ich noch dazu erwähnen. Zum Beispiel haben wir uns ja schon angeschaut den Two-Click-Flair. Ich blende es nochmal ein zur Verlinkung. Einer der coolsten Scratches überhaupt. Da fangen wir offen an, klicken zweimal und wieder in der Rückwärtsbewegung. Beim Transformer ist es jetzt eben so, dass er geschlossen ist und wir eigentlich das Gleiche machen wie beim Two-Click-Flair, nur eben, dass wir geschlossen anfangen. Die Technik ist, ja, ich finde, relativ simpel, ähnlich wie beim Two-Click-Flair, wo wir ja auch so ein bisschen dann hier so tappen. So ist es beim Transformer eben auch. Wir lassen den Fader hier geschlossen, haben so einen leichten Druck auf den Daumen und wir tippen einfach, ich nehme dazu den Mittelfinger, aber natürlich, ihr könnt auch mit dem Zeigefinger, Ringfinger, Ringfinger irgendwie nett, also Mittelfinger oder Zeigefinger, je nachdem, wo ihr euch mit wohler fühlt. Das habt ihr ja vielleicht auch mit dem Zwei-Click-Flair oder so schon raus, wie ihr das macht. Ich bin so ein Fan von ja, Mittelfinger und Zeigefinger hier, weil ich da auch so Crap-Geschichten schnell reinkomme. Beim Mittelfinger bin ich halt hier schnell dann wirklich beim Ringfinger für den Crap. Ja, so meine Empfehlung einfach. Da habe ich hier genügend, kann ich schnell hin und her wechseln. Okay, also leichter Druck auf den Fader hier mit dem Daumen und dann eben dieses, ja, so antippen, ja, tipp, tipp. Da könnt ihr es einfach mal wieder trocken probieren. Wichtig ist, dass ihr nicht zu viel Druck drauf gebt, also das seht ihr es ja, da öffnet er kaum, aber auch nicht zu leicht, dass er nicht zu weit weg geht, sondern wie gesagt, er soll halt hier so kurz öffnen und schließen. Das probiert er einfach mal, ganz easy, bis ihr so die Technik hier eben raus habt. Im nächsten Schritt kombinieren wir das natürlich mit dem Sound. Hier ist es auch so, da könntet ihr jetzt zum Beispiel, ich lege mal einen Loop drüber. Ja, ich muss ein bisschen verkürzen, kleinen Moment, so. Da könntet ihr auch das einfach mal probieren.
dass ihr einfach ne, das Tab und guckt halt, dass ihr saubere Klicks habt, nicht, dass ihr so oder dann die unterschiedlich sind, sondern es muss wirklich schön gleichmäßig sollte es sein. Ihr könnt es auch langsam machen zum Beispiel. Dann wieder schneller. Okay, ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, wir nehmen mal den Loop wieder raus und nehmen unseren Sound eben. Hier nochmal der Hinweis natürlich auf meiner Homepage djcutcake.de. Unter den Scratch Tools findet ihr genau diese Scratch Sounds, meine Lieblingsplatte. Könnt ihr euch runterladen, kostenlos, selbstverständlich. Und heute benutzen wir mein Scratch Beat ebenfalls dort in der Rubrik zu finden, also einfach runterladen. Und wie ist das jetzt mit dem Sound? Wir haben uns ja schon mal angeschaut, ich habe ihn genannt den Fake Chirp, der Dice. Ich finde, das ist ja so der Einstieg ins Transformer-Geschäft. Ja? Das heißt, wir beginnen ja geschlossen, nochmal zur Erinnerung. Ne? Wie ging der Dice? Vorwärts und zurück. Ja? Tap, 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 tap. Wenn dir das jetzt gar nichts sagt, wie gesagt, einfach das Tutorial zum Fake Chirp Dice nochmal anschauen. Und hier ist es jetzt nichts anderes, dass wir eben verschiedene Formen oder Anzahl von Klicks haben beim Transformer. Klassisch ist natürlich auch der 2-2-Klick, aber wir haben hier jetzt auch verschiedene Möglichkeiten, eben gleich 3-Klick oder wir haben sogar, dass wir es eben machen, 1-Klick, 2-Klick. Also da haben wir eben verschiedene Möglichkeiten. Fangen wir mal mit dem Standard an, also 2-Klick, 2-Klick. Das heißt, hier ist es eben geschlossen. Jetzt machen wir 2 und wieder zurück 2. Nochmal, 1, 2, 1, 2. Gleiches Spiel jetzt mit 3 Klicks. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oder machen wir jetzt mal 1 Klick, 2 Klick. Also 1, 2. So, das also die verschiedenen Varianten jetzt, also das ist, ihr könnt auch 2-Klick, 3-Klick, also ihr habt ja jetzt alle Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir üben jetzt einfach mal den 2-2-Klick. Also ich finde, das ist so der Standard beim Transformer-Geschäft. Und den eben dann sauber hinzubekommen, versuchen wir jetzt mal gemeinsam. Also nochmal die Erinnerung, es ist ein interaktives Ding. Wenn du jetzt noch nichts anhast, dann auf jeden Fall jetzt was anmachen, Pause drücken. Und dann einfach mit mir machen. Ich mache einen mal vor und gebe dir dann eben eine kurze Lücke, eben, wo du selbst dann die Möglichkeit hast, den einfach jetzt mit mir schon mal an der Stelle zu üben. Also, ich fange mal an, mach dich ready. 1, 2, 1, 2. Jetzt du. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Okay, machen wir gleich zusammen den 3-Klick hinterher. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wunderbar. Und zu guter Letzt noch, nehmen wir mal die 1-Klick-2-Klick-Variante. Also 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, ich glaube, soweit ist es klar. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie wir das Ganze ein bisschen schneller hinbekommen. Um den schneller hinzubekommen, da ist es wieder das gleiche Spiel. Ich sage es ja immer, es ist nichts Wildes oder sowas. Bleibt bitte sauber, ja, verschluckt da keine Klicks und so weiter. Sondern das ist, lasst euch da Zeit, ne? Nicht einen Hektiker rausholen und so weiter, gönnt euch da einfach eure Zeit. Und da ist es jetzt einfach so, dass ihr wieder kürzer werdet. Ja? Also ihr macht nicht so, sondern ihr macht da. Und da bekommt ihr schon so langsam den ja, Swing Groove so vom Transformer, sehr, sehr geiler Scratch. Und wenn er es halt durchtransformt, gleichmäßig, ohne eine Pause, hört er sich dann quasi so an. Und da könnt ihr ganz wild sein, finde ich. Also Transformer, klar, immer so 2-2-Klick oder so, aber da ist es halt einfach, naja, auch mit Release, also mit Platte loslassen, ist genauso. Also
So, und jetzt könnt ihr halt mal probieren, einfach so. Ja, aber teilweise noch ein bisschen sloppy, da müsst ihr halt gucken, ne? Das ist wichtig, Mann. Bin jetzt noch ein bisschen kalt, aber einfach schauen, dass das sauber ist, weil dann, ja, ist es halt einfach clean. Und wir werden es ja gleich auch auf dem Beat trainieren. Da ist es eben wichtig, dass ihr die Klicks genau auf die Beats setzt. Also nochmal. Okay, jetzt im nächsten Schritt natürlich wieder, wie kriegen wir das Ganze auf den Beat? Ich habe mal hier einen mitgebracht, der ist so 100 BPM. Ja, ich mache mal ein bisschen langsamer, gehen wir mal auf 95 BPM runter. Und da ist es jetzt einfach so, dass ihr immer quasi auf die 1 und 2 und 3 und 4 die Klicks legt. Achtung, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Probier einfach mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, und jetzt ist es eben so, dass ihr versucht, das einfach zu verkürzen. Das heißt, ne, 1 und 2 und 3 und 4 und da eben die 2 Klicks halt schneller drauf zu machen. Ich glaube, das seid ihr jetzt schon echt fit, Mann. Los geht's. Achtung. Und das war schon ein bisschen Freestyle, ne? Ihr braucht euch da wirklich nicht an so eine Struktur halten, finde ich, bei Transformers. Einfach so gehen lassen, ja. Sowieso beim Scratchen einfach mal gehen lassen, ja. Alles abschütteln vom Alltag und so weiter. Ganzen Stress. Und ich finde, Transformer eignet sich hier halt perfekt. Ich freestyle den immer, also nochmal. Und den könnt ihr halt wunderbar mit den Fake Chirps Dice kombinieren, ne? Indem ihr immer zwischendrin so einen reinmacht. Und natürlich auch ganz wichtig finde ich, dieses langsame Zurückziehen. Also, dass ihr schnell die Platte vorlaufen lässt, aber in der Rückwärtsbewegung quasi so ganz langsam zieht. Ja, ganz viele Klicks da unterbringt. Beim Anfang macht ihr es noch und dann werdet ihr immer langsam beim Zurückziehen. Ja, super dope. Also da einfach, ja, mein Tipp, ein bisschen rumprobieren, na, einfach ein bisschen fühlen den Beat und eben immer gucken, dass ihr sauber auf den Beat die Sachen setzt und nicht zu wild werdet. Und ganz zum Schluss habe ich noch meinen Liebling, ich nenne den Push Transformer. Der ist sehr aggressiv, weil ihr quasi bei der Vorwärtsbewegung die Platte schnell pusht. Also es ist quasi ohne Fader so. Und wir machen quasi einen Klick in der Vorwärtsbewegung und zwei in der Rückwärtsbewegung. Achtung. Nochmal. Eins, zwei, drei. Und das ist halt super aggressiv. Also ihr könnt dann. Und da ist es eben so, dass ihr die sogenannten Triplets. Das ist jetzt genau ein bisschen Scratch-Theorie schon. Es kommt alles, Leute, wie gesagt. Und dann in meinen Scratch Secrets. Ich packe alles aus, das gesamte Wissen. Und wir rocken das hier gemeinsam. Ihr setzt es nämlich jetzt nicht stupide, sage ich mal. Stupide, ja, aber 1, 2, 3, 4, das ist ja auch manchmal langweilig, immer so. Sondern wir wollen ja, ne, also viele fragen mich dann auch, Cupcake, wie geht's so funky, so bei dir ist es immer so. Und so. Wie geht das? Genau, das ist es, der Wechsel, ich sage das nochmal, zwischen On-Off-Beat-Geschichten, also zwischen 1 und 2 und 3 und 4. Ja, aber auch dieses. Diese Triplet-Sachen und so weiter, das heißt, ihr macht dann nicht quasi 1, 2, 3, 4, sondern
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann könnt ihr jetzt mit drei Sounds dann machen, quasi ist ja 1, 2, ja, also drei Sounds, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, wie, ja, immer die Frage, wie geht es jetzt auf den Beat? Easy, Mann. Wir springen nochmal an den Anfang. So, ihr macht jetzt quasi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Achtung. Ja, das ist wirklich tricky, da reinzukommen. Kann ich nachvollziehen so. Ist auch sehr schwer zu erklären an der einen oder anderen Stelle, finde ich auch. Aber das ist halt der absolute Swing. Wir können es ja langsam machen quasi, Achtung. Wo es nicht mit den schnellen so Triplets-Geschichten, sondern langsam. Achtung, probiere ich mal. Ja. Das ist zum Beispiel 1, 2, 3. Das wäre wieder so langweilig, finde ich. Achtung, nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Weil auch die Pause und so weiter, ne? Und jetzt eben das schneller auszuführen. Achtung. Ja, es ist 1, 2, 3. So, und jetzt hängt ihr das halt immer hintereinander. Das ist quasi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es ist crazy, man, das vorzulabern. Aber so ist es. Achtung. Da muss ich selbst sagen, sorry Leute, aber ich breche mir da echt einen ab, aber so ist es, ne? Also, das ist ja, total, total crazy so, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das ist halt, wow, finde ich so, dieser Push-Transformer im Triplet-Style, boah, mein absoluter Geheimtipp, meine Empfehlung. Und wie gesagt, solche Sachen werden halt dann noch echt fett kommen in diesen Scratch-Secrets. Nochmal, weil er so fett ist und ich weiß, ihr wollt den alle können. Ich weiß es, ja. Nochmal, wir wiederholen das Ganze. So, wir machen es jetzt mal gemeinsam. Also ihr habt ja eh alles an jetzt. Und ich mache einmal vor und dann steigt einfach ihr ein. Und dann könnt ihr eben genau gucken, hört sich das bei mir genauso an wie bei mir. Los geht's. Achtung, macht euch ready. Und zum Schluss, wie kann es auch anders sein? Eine kleine Runde Scratch with me. Wir wechseln uns ab, scratchen gemeinsam auf den Beat. Jeder immer zwei Bars. Also für die, die gerade so noch einsteigen, zwei Bars, was ist hier los oder so, zählen wir mal durch kurz. 2, 3, 4, eine Bar, 2, 3, 4. So, zwei Bars, ich scratch zwei Bars, dann machst du zwei Bars und wir üben gemeinsam den Transformer. Los geht's. Thank you.
Sorry Leute, ich übe auch noch mal Szenen beim nächsten Mal. Aber so ist es auch. Wenn wir alles in der Scratch-Session sind, dann ist es immer so, jeder so, ja, zwei Bars und dann passiert. Alle gucken sich irgendwann an, einer verrafft es immer, dann der nächste und so weiter. Also authentischer geht es ja gar nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mein Tutorial zum Transformer-Scratch. Ich finde, der wichtigste Basis-Scratch fast so, weil wir die ganzen Kombos auch miteinander verknüpfen können. Also da habt ihr einfach eine tolle Möglichkeit. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Üben. Und bitte nicht vergessen, das Video zu liken, kommentiert immer fleißig. Wie hat es euch gefallen? Was braucht ihr noch und so weiter? Ich höre euch immer zu, so ist ein Community-Ding. Gerne auch auf meine Homepage gehen, Frage stellen, da habe ich ja meine Rubrik. Das Video kommt demnächst. Ich habe genügend Fragen jetzt gesammelt für ein Video. Also da könnt ihr auch, euch auch schon mal drauf freuen. Und natürlich nochmal am Ende der Aufruf. Ganz neu, mein Shop, djcupcake.de/shop. Checkt auf jeden Fall mal die Motive. Ich glaube, da ist für jeden Scratch-Nerd was dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Cut It Up Fresh. In diesem Sinne, schöne Zeit, fleißig sein, übe Leute. Macht's gut, euer Cupcake. Peace. Boy, I got my mind on cake. Cut it up. Cupcake. Sicker than your average.